Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem Webinar zum Thema Amazon Workspaces. Heute geht es also um die neue Desktop-as-a-Service-Lösung. Das Ganze sieht so aus, dass ich erstmal einen Überblick gebe mit PowerPoint, also mit Folien, was Workspaces so kann, wofür es gut ist, was die Anwendungsfälle sind. Danach habe ich eine relativ lange Demo, die eher ins technische Detail geht. Das heißt, da geht es darum, wie richte ich es jetzt tatsächlich ein, was sind die Voraussetzungen, wie sieht das praktisch aus. Die Demo habe ich für Sie übrigens auch auf YouTube bereitgestellt. Link kommt nachher in der Präsentation. Und ganz am Ende, weil es damit zusammenhängt, rede ich noch über etwas ganz Neues, nämlich Amazon Zocalo. Zocalo ist eine File-Sharing-Lösung. Das heißt, die Möglichkeit, Dateien auszutauschen und zu kommentieren in sicherer Form für Unternehmen. Mein Name ist Steffen Krause, ich bin Technical Evangelist für Amazon Web Services in Deutschland. Und wenn Sie Fragen haben, dann fragen Sie während des Webinars, indem Sie Dinge in das Q&A-Fenster eingeben. Und nach dem Webinar können Sie mir jederzeit eine E-Mail schreiben, skrause@amazon.de. Ich werde dann die Fragen am Ende des Webinars entsprechend beantworten. So, worum geht es eigentlich? Wo ist das Problem? Das Problem ist natürlich, dass die Benutzer immer mobiler werden. Ich bin so einer der Menschen, die vielleicht im Normalfall einen Tag die Woche im Büro ist oder sowas und ansonsten von überall auf meine Ressourcen zugreifen muss. Dafür hat man früher immer Benutzer mit Firmenlaptops ausgestattet, die versucht abzusichern. Firmenlaptops können wegkommen, Firmenlaptops können kaputt gehen und sie treffen auch nicht unbedingt immer den Nerv der Mitarbeiter, was sie haben wollen. Deswegen ist das Thema, eigene Geräte nutzen zu können, ein wichtiges, insbesondere natürlich Tablets. Ich kenne einige Kollegen, die versuchen alles auf ihrem iPad oder Android-Tablet zu machen. Nun möchte man aber die Daten natürlich nicht lokal bei den Benutzern haben, weil das diverse Probleme hat. Deswegen kam die Idee Desktop as a Service. Ja, die Benutzer können ihr eigenes Endgerät nutzen, aber sie sollen trotzdem auf zentral gespeicherte Daten zugreifen. Die Daten sollen nicht auf dem Endgerät liegen. Okay, damit kam dann also die Idee von VDI oder Virtual Desktop Infrastructure auf. Aber das I, das heißt die Infrastruktur dabei, ist ein sehr komplexes Thema. Vorher hat man Virtualisierung vor allem für Server gemacht. Server gibt es nicht ganz so viele. Wenn man anfängt, wirklich Desktops zu virtualisieren, kommt man ganz schnell in Skalierungsprobleme. Von Gebäuden über physische Sicherheit, über Strom, über Hardwarekauf, Wartung, Betrieb. Es bindet sehr viele Mitarbeiter im Rechenzentrum. Und natürlich muss das Ganze wieder sicher sein und der Zugriff von überall gewährleistet werden. Das heißt, man braucht auch eine sehr gute Anbindung nach extern ins Internet oder die Performance für die Benutzer ist nicht so optimal. Okay, was kann jetzt also eine gemanagte Desktop-as-a-Service-Lösung wie Amazon Workspaces für Sie tun? Sie bekommen schlicht und ergreifend die Virtual Desktops, ohne sich selbst um die Infrastruktur kümmern zu müssen. Das heißt, sie bekommen vollverwaltete Desktops, wie man sich das vorstellt. Der Zugriff ist von verschiedensten Geräten, wir kommen nachher noch drauf, möglich. Sie bezahlen nach Nutzung. Bei uns ist das Abrechnungsmodell monatlich. Das heißt, insbesondere wenn Sie Mitarbeiter haben, die nur gewisse Zeit im Unternehmen arbeiten sollen. Zeitweilige Mitarbeiter für bestimmte Zeit, Praktikanten, Studenten und so weiter, dann brauchen Sie für die keine eigene moderne Hardware anschaffen und sich nicht um das Management kümmern, sondern Sie mieten einfach für ein oder zwei Monate die entsprechende Lösung. Danach löschen Sie das Ganze wieder, die Daten sind dann weg und Sie brauchen sich nicht weiter drum kümmern. Gut, das Ganze mit oder ohne Active Directory Integration. Das heißt, wenn Sie in der Firma Active Directory nutzen und wenn Sie möchten, dass Ihre Virtual Desktop Nutzer sich auch mit Ihren ganz normalen Firmen-Credentials anmelden, können Sie das machen. Sie müssen es aber auch nicht. Wenn man also Fälle betrachtet, wie ich bin auf einer Baustelle, habe eine Arge oder sowas und
Ich möchte explizit nicht, dass ich dort die Firmencredentials von einer der beteiligten Firmen nutze. Oder ich möchte das Ganze bereitstellen für Partner, für Vertriebsniederlassungen und so weiter, die jemand anders gehören. Die sollen auch nicht unbedingt in meinem Active Directory vorkommen. All das ist möglich. Und die Daten bleiben sicher und verfügbar, weil sie nicht auf den Endgeräten liegen, weil sie nicht durch die Gegend wandern, sondern wirklich im Amazon-Rechenzentrum bleiben. In Irland also in diesem Fall und nicht auf den Endgeräten der Benutzer, die wegkommen können, gestohlen werden können oder zum nächsten Arbeitgeber mitgenommen werden können. Okay, wie sieht's also aus? Sie erstellen Ihre vollverwalteten Workspaces. Die Benutzer haben die Möglichkeit von ihren Endgeräten, egal ob es jetzt PCs sind mit Windows oder Mac oder von einem Tablet, gern auch genommen Tablet mit Tastatur und Maus, also als eine Art Thin-Client, greifen drauf zu. Um die Infrastruktur kümmert sich AWS und die Benutzer, sobald sie das Ganze eingerichtet haben, erhalten einfach eine E-Mail, in der steht, hier ist dein Registrierungscode, hier ist der Download der Clients, melde dich an und können sofort darauf zugreifen, auch eben über verschiedene Geräte. Das heißt, der Benutzer kann vielleicht morgens von zu Hause in seinem Tablet mal kurz nach E-Mail gucken, ohne dass die E-Mail auf dem Tablet synchronisiert wird, und kann dann später in der Firma ganz normal von seinem Windows oder Mac Desktop aus arbeiten. Was für Geräte sind im Augenblick unterstützt? Wir unterstützen den iPad ab iOS 6.1.2, also faktisch alles Aktuelle. Die Kindle Fire Geräte, das heißt die Tablets von Amazon. Android Tablets ab 2.3.3. Windows ab Windows 7. Das ist vielleicht eine Einschränkung. Manche würden sich vielleicht wünschen, einfach ihre alten XP-Möhren zu verwenden, um darauf zuzugreifen. Das geht leider nicht, weil die Protokolle, die wir übertragen, das nicht ermöglichen, aber eine Minimalinstallation von Windows 7 reicht oder eben ein halbwegs aktuelles macOS-Betriebssystem. Und ich kann natürlich jederzeit von mehreren Geräten im Wechsel darauf zugreifen. Sicherheit ist natürlich immer ein wichtiges Thema und interessanterweise haben viele Kunden uns um eine Desktop-as-a-Service-Lösung gebeten, insbesondere aus Sicherheitsgründen, weil sie eben Angst haben, dass Daten, die in der Firma oder außerhalb gar bei mobilen Geräten liegen, tatsächlich wegkommen können. Deswegen ist es eben wichtig, auf dem Endgerät sind keinerlei Daten gespeichert. Das heißt, alles, was übertragen wird zum Endgerät, sind Pixel. Die sind übrigens auch noch verschlüsselt an der Stelle, sodass sie also auch nicht im Transfer abgegriffen werden können. Die Benutzerdaten werden auf Amazon S3 gesichert und die Kommunikation und die Daten in S3 sind auch noch verschlüsselt, sodass also selbst wenn an der Stelle was abgegriffen wird, es nicht möglich ist, diese Daten einfach zuzugreifen. Man kann also wirklich eine sichere Infrastruktur hier erstellen. Eine Sache ist allerdings wichtig. Natürlich können Sie die Daten, die auf dem sicheren Desktop liegen, auch synchronisieren. Erster und wichtigster Hinweis dazu ist, Sie müssen das nicht zulassen. Das heißt, wenn Sie nicht wollen, dass die Benutzer die Daten synchronisieren, weil sie eben wollen, dass die nur auf diesen Geräten liegen und eben nicht auf den Endgeräten, können sie das machen. Aber wenn sie das vor allem machen, um zeitweilige Mitarbeiter den Zugriff zu geben und die Sicherheit der Daten auf den Geräten nicht ganz so das größte Kriterium ist, dann können sie eben auch Synchronisation zulassen. Das heißt, die Benutzerdaten werden gesichert, werden synchronisiert. Sie können das auf Ihrem PC oder Mac installieren. Sie können es auch nur auf dem Workspace installieren. Das hat den Vorteil, dass selbst wenn der Workspace aus irgendwelchen Gründen kaputt geht, ich komme nachher in der Demo dazu, sind trotzdem die letzten Arbeitsergebnisse der Benutzer sofort gesichert. Workspace ist synchronisiert nach S3 und die Benutzer können dann eben nach Bedarf auf ihre Daten von ihren mobilen Endgeräten oder ähnliches zugreifen. Wie gesagt, kann man auch abschalten, wenn sie das nicht wollen. Kann ich auf den Workspaces, die ja vorbereitete Desktops mit einem festen Satz an Software sind, eigene Software installieren? Ja, können Sie natürlich ohne Probleme machen. Im Augenblick unterstützen wir nicht die Möglichkeit, eigene Workspaces-Images zu erzeugen. Das heißt, Sie können die nicht vorinstalliert auf der Platte haben, aber Sie können natürlich relativ beliebige Software-Installationstools verwenden. Das heißt, wenn Sie einen vorhandenen Software-Deployment-Prozess haben, dann können Sie das machen.
Mein Vorschlag an der Stelle wäre, wenn Sie Active Directory integriert arbeiten, dass Sie für den Workspace einfach Ihren Software-Installations-Client über Group Policies ausrollen und dann ganz normal mit der Software-Installationslösung, mit der Sie auch sonst arbeiten, die restliche Software da draufbringen. Ist das Ganze supported? Für die Software, die wir mitliefern, ist es natürlich supported. Für alles andere müssen Sie natürlich den entsprechenden Softwarehersteller fragen. Aber grundsätzlich, wenn die Anwendungen nicht extrem grafikintensiv sind, wo die Latenz natürlich Problem sein können, sage ich, warum sollte es nicht funktionieren? Es ist ja ein ganz normaler Windows-Rechner, der da ist. Okay, was kostet das Ganze? Die Preise, die ich hier habe, sind für die Region EU, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von Ihnen natürlich ihre Workspaces in der EU haben wollen würden. Die Preise in US East sind ein klein wenig niedriger als die Stelle. Gut, wir haben zwei Größen vom Workspace, im Prinzip nach Performance. Das eine ist Standard mit 4 GB RAM und einer virtuellen CPU, das andere ist Performance mit 8 GB RAM und zwei virtuellen CPUs. Und Sie haben die Möglichkeit, jeweils das Ganze pur zu bekommen oder eben mit Microsoft Office und Trend Micro Security. So, das kostet dann entsprechend jeweils 15 Dollar mehr. Das sind diese Plus-SKUs. Im Augenblick ist da Microsoft Office 2010 als verbreitetes Produkt mit enthalten und mit lizenziert. Ganz wichtig, Sie brauchen dafür dann keine eigenen Lizenzen mehr kaufen. Wenn Sie Lizenzen haben, die Sie in der Cloud einsetzen dürfen in Ihrem Vertrag, dann nehmen Sie das Ganze eben im Standard und machen die Office-Installation selber. Gut, ich habe schon drüber gesprochen. Sie haben zwei Möglichkeiten für die Benutzerauthentifizierung. Sie können sich entweder ein sogenanntes Cloud Directory erstellen. Ich zeige das nachher in der Demo. Das heißt, dass Sie ein eigenes Directory bekommen, sieht aus Windows-Sicht aus wie ein AD und Sie legen dort die einzelnen Workspaces-Benutzer an, die gelten dann für Workspaces und für Amazon Zocalo, auf das ich am Ende komme. Oder Sie verbinden das Ganze mit Ihrem eigenen Active Directory. Das heißt, Workspaces werden deployed in ein VPC, ein Virtual Private Cloud, also in ein privates Netzwerk in AWS. Das können Sie mit Ihrem eigenen Rechenzentrum verbinden, dafür habe ich auch schon Webinare gemacht. Das heißt, Sie haben dann über VPN oder über Direct Connect, also über eine dedizierte Leitung, eine Verbindung in Ihr eigenes Rechenzentrum und dann können Sie auf Ihre Domain-Controller zugreifen. Typischerweise würde ich empfehlen, einen Domain-Controller in den VPC oder in einen zweiten VPC zu stellen, aus dem einfachen Grund, dass natürlich dann die Benutzerauthentifizierung schneller geht. Aber theoretisch könnten Sie auch die Domain-Controller alle im eigenen Haus lassen und nur Workspaces dagegen identifizieren. Okay, was ist jetzt der Ablauf, den ich gleich zeigen werde? Als Nulltes brauchen Sie erstmal den VPC, der wird nicht automatisch für Sie angelegt. Als Erstes gehen Sie dann auf Workspaces in der AWS-Konsole, dann legen Sie Ihr Directory an, das heißt entweder ein Cloud-Directory, ein neues, oder Sie machen die Integration mit Ihrem vorhandenen Active Directory. Dann wählen Sie aus im Fall von Active Directory oder erstellen die Benutzer, die Workspaces Zugriff bekommen sollen. Dann wählen Sie auf, welche Workspaces Bundles die kriegen, also aus den schon genannten 4 Auswahlmöglichkeiten. Starten den Workspace, die Benutzer erhalten eine E-Mail mit Login-Daten. Alternativ kann der Administrator Ihnen diese Daten auch geben. Im Fall von Cloud Directory haben die Benutzer natürlich in dem Augenblick noch kein Passwort. Das heißt, sie werden als allererstes aufgefordert, ein Passwort zu erstellen an der Stelle. Das wird nicht vom Administrator zugewiesen. Im Fall von Active Directory ist das Passwort halt das Standardpasswort vom Active Directory. Und dann laden die Benutzer in Workspaces Client für ihr jeweiliges Gerät runter, starten den entsprechend und haben Zugriff. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an in der Demo. Ich bin schon in der AWS Management Konsole, könnte jetzt auf Workspaces gehen, aber für Workspaces brauche ich erstmal einen VPC, ein privates Netzwerk, in dem meine Workspaces dann aufgenommen werden. Deswegen gehe ich als allererstes mal in die VPC Management Konsole, gehe rein und erstelle mir
ein VBC mit dem Assistenten. In diesem Fall gehe ich davon aus, dass Ihre Workspaces ein Cloud Directory, ich komme dazu nachher noch, haben und dass Sie Internetzugang bekommen sollen über AWS, nicht über ein privates Firmennetz. Deswegen ist die richtige Wahl ein VPC mit öffentlichen und privaten Subnetzen. In das öffentliche Subnetz kommt dann später meine NAT-Instanz, in das private Subnetz kommen die Workspaces. Gut, machen wir das mal. Der IP-Block, der soll jetzt mal 10.5.0.0/16 sein. Nenne das Workspaces Cloud Demo. Okay, das öffentliche Subnetz, das ist das, in dem meine NAT-Instanz kommt, soll jetzt mal 10.5.10.0 sein. Nenne das Public NAT Subnet. Packe ich nach EU West 1a. Ich bin hier übrigens in der Region Irland natürlich. Das private Subnetz soll mein Workspaces Subnetz sein. Das ist 10.5.0.0.24. Ich lege dann gleich noch ein zweites an, weil man die Workspaces in zwei verschiedenen Availability Zones haben soll. Kommt im Augenblick auch erstmal nach EU West 1a. So. Dann brauchen wir eine NAT-Instanz, die braucht kein Key Pair. Wir brauchen uns da nicht drauf anmelden. Okay, so weit, so gut. Wir erstellen dieses VPC. Gut, VPC ist fertig. Hier ist mein Workspaces Cloud Demo VPC. Darin haben wir jetzt im Augenblick zwei Subnetze, nämlich eins mit der NAT-Instanz und eins für Workspaces. Wir brauchen jetzt noch ein zweites. Kommt wieder in diesen VPC, kommt aber in die andere Availability Zone in 1b und das ist 10.5.1.0/24. Okay, später sollte man dann vielleicht auch noch eine zweite NAT-Instanz in der zweiten Availability Zone anlegen. Spare ich mir jetzt mal für diese Demo. Ich gehe zurück auf die AWS Management Konsole, gehe auf Workspaces. Als allererstes muss ich dann ein Directory einrichten. Ignorieren Sie erstmal das, was hier schon ist, dazu komme ich später. Ich gehe also auf Setup Directory. Ein Directory ist entweder mit Workspaces Connect ein verbundenes Active Directory, was Sie schon haben. Dieses Active Directory kann in einem VPC in EC2 ausgeführt werden oder es kann bei Ihnen im eigenen Rechenzentrum stehen und über eine VPN-Verbindung oder über Direct Connect verbunden sein. Oder Sie können sich ein vollkommen unabhängiges Directory erstellen lassen von AWS. Das ist das Cloud Directory und das wollen wir jetzt hier machen. Gehe also auf Workspaces Cloud Directory, gebe dem Ganzen einen Namen, kriege einen DNS-Namen dafür und vergebe ein Administrator-Passwort. Okay, und dann muss ich das VPC auswählen, was wir gerade eingerichtet haben. Also dieses und meine beiden privaten Subnetze, die des Nuller. Und das 1er natürlich nicht das, wo meine NAT-Instanz drin ist. Gut, das war es auch schon von dieser Einrichtung her. Ich kriege nochmal die Information und gehe dann auf Create Directory. Jetzt werden mir zwei Domain-Controller eingerichtet und die entsprechenden Berechtigungen gesetzt, die ich brauche, um auf diese zuzugreifen. Das dauert also wieder eine kleine Weile. Nach einiger Zeit ist dann unser Directory im Status Active, aber noch nicht registered. Das heißt, wir gehen jetzt auf Register. Ich kann einstellen, ob ich den Dienst Workspaces Sync verwenden möchte, mit dem ich Dateien zwischen PCs und den Workspaces synchronisieren kann. Ja, in dem Fall möchte ich das mal machen. Gehe also auf Register. Okay. Und jetzt ist mein Directory vorhanden. Und ich kann es nutzen. Jetzt kann ich also auf Workspaces gehen. Wieder die beiden hier ignorieren wir mal. Und einen neuen Workspace starten. Gehe dazu auf Launch Workspaces. Wähle mein Directory aus.
Weiter. Gebe dem Benutzer einen Namen. Okay. Ich kann hier eine Vielzahl von Benutzern auf einmal erzeugen. Okay. Und dem kann ich jetzt ein Workspace hinzufügen. Jetzt wähle ich das Bundle aus. Möchte ich also mit oder ohne Microsoft Office haben? Möchte ich die Performance-Version haben oder die Standard-Version? In diesem Fall möchte ich mal Standard Plus haben. Das heißt also mit Office, aber die kleinere Maschine. Okay, weiter. Und ich gehe einfach auf Launch Workspace. Und Sie sehen jetzt hier, wie mein Workspace erzeugt wird. So, nach einer gewissen Zeit ist der Workspace dann auch fertig hier im Zustand Running. Der Benutzer erhält eine E-Mail, in der drin steht, dass er sein Profil vervollständigen muss, insbesondere sein Passwort eingeben muss. Machen wir das hier mal. Okay. Dann bekommt er den Hinweis auf den Download der entsprechenden Clients. Ich habe den hier schon heruntergeladen, sonst würde ich den Client für mein jeweiliges Betriebssystem herunterladen. Vorhanden, wie gesagt, für Tablets, Windows und Mac. Und dann, nachdem er installiert ist, kann der Benutzer den Workspaces Client starten. Da ich den jetzt hier registriert habe, bekomme ich nicht als allererstes den Registrierungsdialog, aber das kann man leicht ändern. Ich gehe hier auf Options Register und muss hier den Registrierungscode eingeben, den ich eben per E-Mail erhalten habe. Der Administrator kann den alternativ auch hier abrufen durch Invite User. Und hier ist dieser Registrierungscode. Füge den ein, gehe auf Register und kann mich jetzt anmelden bei meinem Workspace. Ich gebe also den Benutzernamen ein und das Passwort, was ich gerade vergeben habe. Okay. Und der Client wird gestartet. Beim ersten Mal, weil noch einige Windows-Initialisierungsaufgaben laufen, dauert das ein klein wenig länger. Später geht das schneller. Okay, und Sie sehen hier, es ist ein ganz normales Windows. Da ich den Plus Workspace verwendet habe, habe ich hier also Microsoft Office drauf. Sie sehen, das Produkt ist registriert und aktiviert. Und ich habe zum Beispiel Webbrowser drauf und einen Virenschutz. Trend Micro Security Agents. Was jetzt noch nicht geht, ist Internetzugang. Sehen wir hier, wenn wir das mal aktualisieren. Internetzugang funktioniert nicht, trotz der NAT-Instanz, die wir gebaut haben. Hintergrund ist, dass wir einer Security Group noch Rechte geben müssen. Dazu gehen wir wieder auf die Workspaces Management Konsole, suchen uns die mit dem Directory verbundene Security Group raus. Hier. Gehen dann in die VPC-Management-Konsole, suchen diese Security Group hier. Okay, Outbound-Regeln funktioniert so, das ist gut. Und dann suchen wir uns die Security Group, die mit der NAT-Instanz verbunden ist. Dazu gehen wir auf die EC2-Management-Konsole, suchen uns die NAT-Instanz, das ist diese hier. Schauen uns die Security Group an und legen fest, dass die Workspaces TCP-Traffic von der Workspaces Security Group bekommen können. Man kann auch hier eine eigene Security Group anlegen. Je nachdem, was Sie erreichen wollen, ist das auch sinnvoll. In dem Fall füge ich mal TCP und UDP hier hinzu und auch ICMP, damit ich einen Ping machen kann. Okay. Damit können jetzt also meine Workspaces-Member zugreifen auf das Internet. Schauen wir uns das mal an. Und Sie sehen, Internetzugriff funktioniert jetzt von hier. Okay,
Workspace ist es fertig, Benutzer können arbeiten. Jetzt noch ein paar abschließende Bemerkungen zu anderen Setups. Das erste ist, was ein Administrator mit einem Workspace machen kann. Er hat verschiedene Möglichkeiten. Er kann ihn neu starten, er kann ihn rebuilden. Dabei geht alles verloren, was auf der C-Platte installiert wurde, Programme oder ähnliches. Das ist also die letzte Methode, um einem Benutzer einen Workspace zurückzusetzen. Vielleicht eine kleine Bemerkung dazu, wie das Plattenlayout von Workspace ist. Wenn ich hier auf meine Dokumente oder ähnliches gehe, dann stellen Sie sehr schnell fest, dass das auf der Platte D ist. Diese Platte D wird automatisch regelmäßig nach S3 gesichert. Nicht unbedingt sofort, aber regelmäßig. Auf Platte C können Sie natürlich nach wie vor zugreifen, aber wenn Sie den Workspace zurücksetzen, dann sind alle Daten hier verloren, insbesondere auch installierte Software. Aber die Benutzerdokumente bleiben durch die Sicherung nach S3 erhalten, es sei denn, sie wurden erst kurz vorher erstellt. Besser ist es hier, Workspaces Sync zu verwenden, dann werden die Daten kontinuierlich gesichert. Okay, also wir können den Workspace rebuilden, wir können ihn rebooten, wir können ihn entfernen und wir können die Benutzereigenschaften ändern. Außerdem haben wir, wie ich schon erwähnt habe, auch die Möglichkeit, ein vorhandenes Active Directory anzubinden. Dazu werde ich später mal eine vollständige Demo machen, hier nur ganz kurz. Sie sehen hier, ich habe ein vorhandenes Active Directory verbunden und musste dazu einen Account angeben, der sich mit meinem vorhandenen Active Directory verbunden kann, der insbesondere Benutzer und Gruppen lesen kann und der Domain Joins durchführen kann. Okay, und dann habe ich Workspaces erzeugt in diesem Directory und der Unterschied ist jetzt, dass ich mich hier einfach mit meinen Active Directory Credentials anmelde. Das heißt, dass ich hier keine eigenen Workspaces Credentials habe, sondern direkt mit Active Directory arbeite. Dazu sind dann in den entsprechenden VPCs Einstellungen notwendig. Hier sehen Sie, ich habe dafür zwei VPCs. Das eine enthält meine Domain-Controller. Das zweite enthält die Workspaces. Diese beiden VPCs sind über eine VPC-Peering-Connection miteinander verbunden. Und dann musste ich entsprechende Routing-Tabellen setzen, die für Workspaces Internetzugang wiederum über eine NAT-Instanz und ein Internet-Gateway innerhalb des Workspaces VPCs machen, aber Domain-Controller-Zugriff über die Peering-Connection. Security-Groups müssen natürlich entsprechend eingestellt sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal auf die Domain-Controller-Security-Gruppe gehe, sehen Sie, dass hier entsprechend auch TCP-Zugriff von meinem Workspaces VPC auf die Domain-Controller-Ports notwendig ist. Ich habe auch Ping dazu eingeschaltet. Das heißt, das Setup ist ein bisschen komplexer, hängt dann sehr von Ihrer Netzwerkstruktur ab, aber ansonsten ist es auch ohne Probleme möglich, mit einem vorhandenen Active Directory zu arbeiten. Kommen wir zum Abschluss noch in einen neuen Dienst, der im Augenblick im Limited Preview ist, nämlich Amazon Zocalo. Zocalo steht für den Stadtplatz, den zentralen Platz im Spanischen, der Hauptplatz von Mexico City heißt zum Beispiel so. Worum geht es? Es geht darum, Dokumentzugriff und Dokumentsynchronisierung für die Benutzer auf sichere und firmeninterne Art abzuwickeln. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Dokumente zentral abzulegen. Die Benutzer haben die Möglichkeit, wenn sie es zulassen, die Dokumente zu synchronisieren, aber alles unter der Kontrolle Ihres Unternehmens. Das heißt, Sie haben die Vorteile von File-Sharing-Dienste ohne die Nachteile, dass das öffentliche Dienste sind, die nicht von Ihnen administriert werden können. Neben der Möglichkeit, Dokumente abzulegen und Dokumente an Kollegen oder auch Externe, wenn sie es zulassen, freizugeben, haben wir auch Kommentar- und Überarbeitungsmöglichkeiten. Wir haben keine Editoren,
für Word-Dokumente. Also da läuft jetzt kein Online-Word oder ähnliches. Aber Sie können die Dokumente kommentieren, Sie können um Kommentare bitten und das dann entsprechend zusammenfügen. Und das Ganze vor allem einfach für die Benutzer, so wie Sie das eben auch von Online-File-Sharing-Diensten kennen. Zum Kommentieren können Sie einfach als Benutzer sagen, ich möchte Kommentare haben. Der Kommentator kann dann in einer zweiten Ebene, nicht im Originaldokument, Textmark und Abschnitte markieren. Die Originalanwendungen brauchen Sie dafür nicht. Und diese Kommentare können dann zurückgeschickt werden an den Ersteller des Dokumentes und der kann sich die wieder angucken. Dabei, wie gesagt, wieder nicht nur Unterstützung für PCs und Macs, sondern auch für Tablets mit iPad und Android. Okay, damit bin ich fertig. Eine kurze Zusammenfassung dessen, was ich heute gezeigt habe. Mit Amazon Workspaces bekommen Sie also ein Desktop as a Service, brauchen sich aber nicht um die Einrichtung zu kümmern. Das geht alles relativ schnell. Wenn Sie sich die Demo nochmal angucken, ich habe die Uhr extra eingeblendet gelassen und ich habe mir auch zwischendurch einen Kaffee geholt und sowas. Das ist alles in unter 2 Stunden ohne Probleme vollständig möglich. Bis der erste Workspace gestartet ist und der erste Benutzer darauf zugreifen kann, liegen wir etwa bei 40 bis 50 Minuten, inklusive allen Einrichtungen und so weiter. Die Daten sind vollständig unter Kontrolle des Firmenadministrators. Das heißt, hier fließen keine Daten nach außen und trotzdem können die Benutzer über die Clients von überall drauf zugreifen. Und mit Zocalo können Sie das Ganze erweitern um Dokumentenfreigabe und Dokumentenkommentierung für die Benutzer, auch alles unter Ihrer Kontrolle. Okay, so viel zu diesem Webinar. Wenn Sie jetzt Fragen haben, geben Sie die bitte ins Fragefenster oder ins Chatfenster ein. In der Zeit noch mal ganz kurz Hinweise auf weitere Webinare. Im Augenblick mache ich faktisch jede Woche eins. Nächste Woche kommt der dritte Teil meiner Startup-Webinar-Reihe. Da geht es darum, wie mache ich Hochverfügbarkeit für Webanwendungen. Die Woche danach ist Enterprise-Webinar Teil 3. Da geht es im Wesentlichen um Disaster Recovery und so weiter und so fort. Schauen Sie auf die Webseite. Gut, die Ressourcen. Hier habe ich nochmal die Webseite für Workspaces mitgebracht, den Administrationsguide, wo alles, was ich hier gerade gezeigt habe, noch ein bisschen detaillierter ist. Und wenn Sie sich zum Zocalo Limit Preview anmelden wollen, können Sie das hier auch machen. Ansonsten, Sie können mit AWS starten mit dem Free Tier. Für Workspaces gibt es kein Free Tier, liegt an den Lizenzbedingungen, die dahinter liegen. Das können wir nicht machen. Aber Sie können zumindest mal 25 US-Dollar Credits für neue Kunden bekommen. Und ich habe noch viel mehr Demos als die eine auf YouTube. Ich habe hier mal die deutsche Demo-Reihe, die im Augenblick 24 Teile hat, verlinkt. Und die Slides finden Sie in circa einer Stunde auf SlideShare.